Am 22. Februar 2022 geht das neue JRPG Monark aus dem Hause Nis Amerika und Furyu an den Start und gestern wurde ein neuer Combat-Trailer veröffentlicht. Die Shin-Mikado-Academy, der Schauplatz von Monark, wird durch einen tödlichen Nebel umhüllt. Spielerinnen und Spieler schlüpfen dabei in die Rolle eines Highschool-Schülers und müssen die von Dämonen besiedelte Otherworld betreten. Ihr werdet nur stärker, indem ihr euer Ego weiterentwickelt und die Charaktere im Spiel rettet. Was? Das klingt ja verdächtig nach Atlus! Kein Wunder, denn die Schreiber von Shin Megami Tensei, Kazunari Suzuki, Ryutaro Ito und Aya Nishitani sowie Komponist Tsukasa Masuko sind am neuen Titel beteiligt. Entwicklerstudio Furyu dagegen entwickelte bisher zum Beispiel The Caligula-Effekt oder Lost Dimension in Zusammenarbeit mit Atlus und Nis Amerika. Der Combat-Trailer von Monark wird von der japanischen Rapperin Haru Saruhi mit Musik untermalt. Beim Gameplay handelt es sich um rundenbasierte Taktikkämpfe, in denen die sogenannten Fiends möglichst effektiv auf dem Feld platziert werden müssen, um viel Schaden anzurichten und gleichzeitig so wenig davon wie möglich zu erhalten. Natürlich beinhalten diese Taktikkämpfe auch die klassischen JRPG-Elemente. Was sind bisher eure Eindrücke vom Combat von Monark? Habt ihr bereits von Monark gehört und freut ihr euch schon darauf?